Ja, servus Freunde, heute geht es nochmal um einen Dupe zum Omprenomat. Was das Teil kann, alles nach dem Intro. Also bleibt unbedingt dran. Ja, servus, hallo, hallo und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Parfümtest. Ja, meine sehr verehrten Zuschauer, Zuschauerinnen, ich darf euch auf das Allerherzlichste begrüßen zu einem neuen Review. Wie immer, ganz viele Grüße gehen selbstverständlich auch raus an meine Zuschauer, Zuschauerinnen in Österreich und in der Schweiz. Auch ihr seid hier mit herzlich gegrüßt. Ja, um welchen Duft es geht, das habt ihr ja gesehen in dem Vorschaubild und das hatte ich ja auch vorhin in dem vor meinem Intro erwähnt, um welchen Duft es geht, beziehungsweise um welchen Dupe. Jetzt wird natürlich ja der eine oder andere, der wird wieder sagen, ja Mensch, komm, du hast ja jetzt schon 10.000 Dupes vorgestellt, warum jetzt schon wieder einer, ja, von dem guten Ombre. Ich hatte es ja auch, aber auch nochmal in dem anderen Video oder in dem generell schon erwähnt. Letztendlich bin ich auch Parfümsammler, also das heißt, ich sammle ja auch Flakons. Helmut hat noch. Und die Düfte unterscheiden sich ja. Wenn ich jetzt mir vorhab, na, ich meine, es gibt ja Zuschauer oder Zuschauerinnen, ja, die möchten sich den Duft, bevor sie jetzt 300 oder 400 € ausgeben, möchten ja wissen, in welche Duftrichtung er geht. Dann gibt es natürlich auch Sparfüchse unter euch, ja, die jetzt nicht das Original unbedingt sich zulegen wollen, aber die einen Duft haben, der ja so eine ähnliche Duft-DNA hat. Und genau das mache ich. Ich präsentiere euch Düfte, die in diese Richtung gehen, aber die sich dennoch in gewisser Weise voneinander unterscheiden. Da kommen wir heute im Laufe des Videos nochmal genau oder konkret drauf zu sprechen, wo da jetzt genau die Unterschiede liegen. Aber ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal an, wie immer. Präsentation der Büchse, ja, der Cutlatsch Oud Noir. Ist sehr nett gemacht, ja, also ist eine sehr schlichte Box. Aber mit dem Gold da oben, ja, hier muss ich immer wieder erwähnen, ja, muss es immer wieder sagen, es handelt sich um einen Duft, der unter 20 € liegt. Ja, also was, Leute, was wollt ihr da? Also ich frage mich immer, ja, diejenigen von euch, ich weiß, das ist ein ganz geringer Anteil, aber diejenigen, die dann immer noch was zu meckern haben und sagen, ja Mensch, aber der macht doch das nicht oder der riecht so und so. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt einen Duft habe für 15 €. Und auch hier, das kann ich euch auch schon mal spoilern. Der Duft ist fast gar nicht synthetisch. Der ist von der Qualität her, ist er mit den anderen zwei, die ich ja jetzt schon vorgestellt habe, den Rue ja, den Winter, Penthouse Windsor und den Zimaya, der Night Shadow, da unterscheiden sie sich eigentlich von der Qualität her, kann man sagen, überhaupt nicht. Also ich kann für alle drei Düfte, ja, das kann man ohne weiteres stehen lassen. Die Düfte sind wirklich qualitativ gut, erstens mal gut nachgebaut und natürlich von einer wirklich guten, ja, guten Qualität. Im Angesichts des Preises ist es ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. So, die Präsentation von dem Flakon ist ein sehr schwerer Flakon und es ist ein richtig geiler Flakon. Der hat auch eine schwere Kappe. Ich mache das jetzt da drunter. Oder mach es doch runter. Ist eine Metallkappe. Ja, sieht ganz nett aus.
sehr nice gemacht. Und ja, hier nochmal der Flakon. So, ich sag euch ganz kurz nochmal, was da in der Kopfnote drin ist. Ich habe mal gerade ein kleines Notizzettelchen gemacht. Also in der Kopfnote habt ihr Himbeer, Safran, ein bisschen Gewürze. So, in der Herznote ist Rose und Weihrauch drin. Und im Dreidown, also in der Basisnote, bekommt ihr dann Oud, Amber, Patchouli. Er unterscheidet sich, bis auf den Rübrucker, unterscheidet er sich nicht von den anderen, also von der Duftpyramide her. Die Duftpyramide ist bei allen gleich, auch beim Original, bei dem Original Louis Vuitton. Da ist auch nicht mehr drin, also zumindest nicht mehr angegeben. Ja, ob da mehr drin ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja, ich bin nicht der Parfümeur und ich kann es euch auch nicht sagen. Ja. Fakt ist, ihr habt in der Eröffnung, muss ich doch noch sprühen, das ist einfach geil, ja. Megasprüher, übrigens ein Megasprüher. Ich habe den jetzt, oder ich mache den auch nicht auf dem Teststreifen, weil das Problem ist, bei den Teststreifen, da riecht der Duft einfach, der riecht einfach anders da, ja. Aber kommen wir nochmal zum Duft. Ihr habt in der Öffnung diese, also eine sehr fruchtige Himbeere. Dann habt ihr ein bisschen Gewürze, aber die Gewürze sind sehr, also ja, muss man sagen, bei dem hier jetzt sehr dezent eingebunden. Also ich komme dann nochmal jetzt, wenn wir genau auf die Unterschiede eingehen, komme ich da nochmal gezielt nochmal drauf. Der Duft verbleibt, würde ich sagen, schon, also bei mir auf der Haut, schon ein paar Stunden mit einer sehr prominenten, fruchtigen Himbeere. Wenn der Duft dann in den Dreidown übergeht, ja, dann habt ihr, ja, dann habt ihr so eine süße, ja, eine süße, rauchige Patchouli-Note, beziehungsweise Weihrauchnote. Wenn ich euch jetzt mal, also wenn man alle drei Düfte gegenüberstellt, ja, da würde ich, welchen würde ich vorziehen? Da würde ich den hier definitiv vorziehen. Das ist für mich, ist es absolut der schönste Duft von allen drei. Also gegenüber dem Zimaya Night Shadow und gegenüber dem Rübrucker Penthouse Windsor. Mein preislich bewegen sie sich sowieso alle in derselben, ja, in derselben Preisrange bei zwischen 15 und 20 Euro. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da müsst ihr einfach mal googeln. Fangen wir mal mit den Unterschieden an. Zunächst einmal, ja, die Kartonagen. Da hat der Night Shadow, ja, das gefällt man mit dem Runden, mit dieser Tube, gefällt mir fast noch ein bisschen besser jetzt als so eine Büchse. Ist natürlich Geschmackssache. Also der Night Shadow hat für mich den schönsten, ja, den schönsten, die schönste Verpackung, das schönste Packaging. Das schönste Packaging. Wenn man davon ausgeht, ja, bei manchen Whisky-Buddeln, ja, sieht es ähnlich aus. Also ich habe hier den Connemara. Es gibt ja noch jede Menge anderer Whisky-Sorten, ja, die so eine runde Tube haben. Und es erinnert mich so ein bisschen an den Whisky. Ja. Also da würde ich sagen, geht der Punkt an den Zimaya. Ansonsten, natürlich ist der Night Shadow, der Flacon Silver, der gefällt mir auch unheimlich gut, aber das tut der Rübrucker auch. Wo liegen jetzt die großen oder ja, die großen Unterschiede? Also für mich ist das hier mit dem Rübrucker zusammen die fruchtigere Version. Also hier ist diese Himbeernote, genau wie bei dem Rübrucker, ist sehr prominent.
Bei dem Rübrugger kommt allerdings dann noch eine Ledernote dazu. Die habt ihr weder hier bei dem Katlatsch noch bei dem Zimaya. Der Rübrugger hat, wie gesagt, der hat in der Herznote hat der Leder drin. Und natürlich auch Gewürze, Weihrauch und so weiter und so fort, was die anderen auch haben. Der hier gefällt mir am allerbesten, wie gesagt. Warum? Er hat diese Himbeere, diese fruchtige Himbeere, die bleibt bei dem hier am allerlängsten. Also ich habe hier, wie gesagt, bestimmt gut und gern 2 Stunden, 3 Stunden habe ich die Himbeere noch gerochen. Die hat sich dann ein bisschen zurückgenommen. Und dann habt ihr auf jeden Fall so eine rauchig süße Note. Wenn man den jetzt, wie gesagt, vergleichen möchte mit dem Zimaya, der Zimaya ist einfach einen Tacken noch dunkler. Der hat mehr Gewürze, hat von der Rauchigkeit sind sie gar nicht mal sich so unähnlich. Die Rauchigkeit ist bei allen drei, würde ich jetzt sagen, fast gleich. Ich habe also alle Düfte noch, habe ich die Woche noch mal getragen, um das wirklich auch richtig gut vergleichen zu können. Wenn sie im Dreidown sind, sind die Düfte fast ähnlich. Aber wie gesagt, die Kopfnote, die gefällt mir bei dem Oud Noir, also bei dem Katlatsch, gefällt mir Entschuldigung, fast am allerbesten. Aus dem einfachen Grund, weil ihr habt, wie gesagt, ihr habt kein Leder dabei. Ja? Ihr habt ein bisschen so eine süße Rauchigkeit. Aber bei dem hier recht dezent. Die ist bei dem Zimaya ein bisschen ausgeprägter. Von der Power her würde ich sogar sagen, ist das mit dem Rübrugger der stärkste. Also ich habe hier definitiv eine Haltbarkeit gehabt von vorneweg 12 Stunden. Der Zimaya ist hier meiner Meinung nach, auch was die Silage betrifft, ja, also der steht richtig im Raum. Ist ähnlich wie der Rübrugger. Der Rübrugger hat auch ziemliche Power. Der hier hat auf den Klamotten hat der 2 Tage gehalten, aber da habe ich keinen Unterschied gemerkt mehr. Zu dem, weder zu dem Zimaya noch zu dem Rübrugger. Und wie gesagt, Silage ist bei dem Katlatsch absolut ist das Stärkste. Wenn man den jetzt, wie gesagt, mit den zwei anderen nochmal vergleicht, würde ich ganz einfach sagen, ja, der Katlatsch hat einfach das, diese Komponenten sind einfach ein bisschen besser ausbalanciert. Einfach die Fruchtigkeit und dann hat er einen Duftverlauf. Der Zimaya, der bleibt recht linear. Also ihr bekommt das, was ihr in der Kopfnote habt, bekommt er dann letztendlich auch im Dreidown. Beim Rübrugger sieht es auch ein bisschen anders aus, ja, der hat auch ein bisschen so einen kleinen Duftverlauf, ja, da geht das Leder und die Himbeere geht dann auch etwas zurück und ihr bekommt dann, wie gesagt, auch diese Weihrauch-Patchouli-Note. Mein Eindruck, das ist einfach, ich würde sogar sagen, der ist vielleicht noch einen Tacken fruchtiger als der Rübrugger. Also meine Wahl würde jetzt fallen, also wenn ich das jetzt heute bewerten müsste, ja, wäre das meine absolute Nummer 1. Vielleicht der Rübrugger dann und als last but not least der Zimaya. Sind alles drei, die anderen zwei sind auch Top-Düfte. Ja, wenn ich jetzt mehr Bock, sage ich jetzt mal, ja, wenn ich jetzt mehr Bock auf die dunklen Noten habe, dann würde ich den Zimaya nehmen. Klar. Aber wenn ich jetzt ein bisschen was Fruchtigeres haben möchte, wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so kalt ist,
Jetzt im Moment haben wir ja wieder, ja, heute 15 Grad gehabt. Da kann man durchaus, kann man den tragen. Der andere, der kommt dann ein bisschen besser. Der wird dann natürlich, wie gesagt, alle drei Düfte werden im Breitdown natürlich etwas holziger, aber haben halt durch das Oud so eine, ja, eine gewisse Süße drin. Vermutlich künstliches Oud, aber wie gesagt, sehr, sehr hochwertig gemacht. Ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein, Leute. Ich will das Video nicht jetzt überspannen. Ihr könnt mir gerne zu dem Duft nochmal Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Wer sich den Zimaya zulegen möchte, da wird er ein bisschen Pech haben, weil der ist, glaube ich, immer noch nicht lieferbar oder in irgendwelchen Online-Shops verfügbar. Den Cutlatsch bekommt man jetzt hingegen eher. Der ist, glaube ich, auch bei Notino momentan gelistet. Aber müsste einfach mal nachgoogeln halt. So, Leute, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Review wiedersehen. Leute, macht's gut. Bleibt dran. Ciao.